Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder eine kleine Rezension für euch. Und zwar für den letzten Band der fünften Staffel von Warrior Cats, der Sternenfahrt. Ja, der kostet wie immer 14,95 €, hat 341 Seiten. Der Band erzählt davon, wie die Gruppen sich immer weiter einleben in ihren jetzigen Zuhause, wie sie es erzählt, wie sich die Gruppen jetzt eben einleben und auch, dass Schlitzer, dieser Streuner mit seiner Gruppe, immer noch die Wald- und Moorkatzen terrorisiert und er fordert auch Wölkenhimmel auf, Futter an, also von jedem Anführer fordert er auf, aber eben halt von Wolkenhimmel, dass er, dass die Katzen eben ihm Beute geben. Im Gegenzug gibt er Wolkenhimmel wieder Himmelsstern zurück, weil er hat diese entführt. Und ja. Das ist so der Anfang dieser Geschichte. Es geht natürlich noch weiter, dass Schlitzer eben noch mehr die Katzen terrorisiert. Und ich bin etwas nah dran. Machen wir es mal so. Dass er immer noch die Katzen halt terrorisiert. Und sie möchten das natürlich verhindern, beziehungsweise verhindern das auch. Man erfährt ein bisschen was über die Clans, über die, beziehungsweise über die Gruppen, wie sie dann zu Clans werden, erfährt man. Und ja, wie sie immer mehr zusammen sich zusammenschließen, dass Gruppenleben weiter ausgeprägt wird. Das ist so das, was man erfährt. Und ja, ich lasse das mal so stehen. Weil ich will ja nicht zu viel spoilern und das war die fünfte Staffel. Ich fand sie sehr, sehr, sehr gut. Man hat mal was über die Anfänge der Clans erfahren, wie sie sich zusammengeschlossen haben, wie überhaupt das alles so entstanden ist, dass das dann zu Clans wird, beziehungsweise zu den Gruppen wird und ich fand das Buch bzw. die Staffel durchweg sehr gut, sehr spannend. Es gab natürlich auch einige Stellen, die man irgendwie anders ausbauen hätte können, aber das ist ja immer so, gerade bei 6 Bänden, da kommt eben mal was vor, was irgendwie langweilig ist oder zu, eigentlich nur langweilig oder so in der Art. Weißt du nicht, wie du dich hinlegen sollst? Er dreht sich die ganze Zeit auf dem Stuhl darum. was mir jetzt gerade auch beim letzten Band aufgefallen ist, sind wieder die vielen, vielen Rechtschreibfehler bzw. Grammatikfehler. Aber irgendwie ist man das leider schon gewöhnt von den Warrior Cats Büchern, dass da so viele Rechtschreibfehler drin sind oder Grammatikmängel. Ich fand den Schluss, kann ich ja sagen, sehr, sehr traurig. Warum, sage ich nicht. Aber so die letzten 20 Seiten sind sehr, sehr traurig. Ruhe. Da hast du jetzt nichts zu melden. Was mich auch etwas verwirrt hat, ich habe immer mal so in die Karte hinten geschaut. Sie haben die Karte nicht wirklich aktualisiert da unten. Ich zeige mal gerade. Hier haben sie alles voller Bäume gemacht. Da ist ja noch nicht der Zweibeiner, sind ja noch nicht da.
Allerdings hier beim Fluss, beim Moor, wird immer erzählt, dass es da einen Kiefernwald gibt und nur eine kleine Moorstelle. Okay, ich mach den Autofokus an. Ja, und es nur eine kleine Stelle gibt, wo es eben diese Moorlandschaft gibt. Das hätten sie noch ändern können, weil das hat mich die ganze Zeit verwirrt. Das habe ich so geschaut und wunderte mich, wo sie dann sind. Das mache ich ganz gerne, das so verfolgen, wo sie langlaufen. Und ja, das hat mich ein bisschen verwirrt, dass dann auf einmal steht da, sie sind im Kiefernwald und hier auf der Karte ist nirgends was von einem Kiefernwald. Das ist mir auch schon bei den anderen Bänden aufgefallen. Aber naja, wenigstens haben sie unten das zugemacht. Ich freue mich schon auch schon auf die 6. Staffel. Die geht ja dann wieder mit dem jetzigen Geschehen weiter. Also mit Brombeerstern. Da freue ich mich auch schon drauf. Da bin ich schon sehr gespannt, warum das Vision von Schatten heißt. Ob es jetzt einfach nur Schatten, also ein böses Omen ist, oder ob großer Schatten vielleicht sogar was damit zu tun hat, oder ob es irgendwas ganz anderes ist. Und ja, ich bin immer noch nicht im Autofokus, im Fokus. So, jetzt aber. Und ja. Ich fand auch das Cover wieder mal sehr schön. Ich bin aus wie meine Kötze. In mein Katerchen, meine ich. Was ich bis zum Schluss sagen kann, ist, dass Wolkenhimmel mir immer noch nicht gefällt. Beziehungsweise am Schluss war er anders, war er besser. Also er hat mir besser gefallen. Aber die ganze Zeit über ist er immer noch sehr komisch gewesen. Und ja, zum Schluss hin war er dann ja anders, wie gesagt. Ja, ich lasse das mal so. Die Staffel, wie gesagt, sehr, sehr, sehr gut. Hat mir jetzt wirklich sehr gut gefallen. Und ja, viele witzige Szenen, viele traurige Szenen, sehr traurige Szenen im letzten Band. Und ja, man hat viel, viel erfahren über die Katzen, über die Vorfahren sozusagen. Und ja, ich würde sagen, das war's dann. Bis zum nächsten Mal dann, eure Anna.